beginnen wir heute, da es um einen Großen der Weltliteratur geht, ganz klein. Und zwar mit einer Sicherheitsnadel. Der Fachausdruck für diese Spange lautet übrigens Fibel, nach dem lateinischen Fibula, der Nadel. Bis ins Mittelalter war eine Fibel der einzige gebräuchliche Verschluss eines Gewandes. Sie wurde dann durch den sehr viel ordentlicheren Knopf abgelöst. Als Heinrich Böll, der Schriftsteller, dessen Person und dessen Werk ich Ihnen heute vorstellen darf, Ende der 50er Jahre mit einer Fähre von Liverpool nach Dublin reiste, beschrieb er die Kleidung der Passagiere an Bord und hielt fest, wie auffällig der strenge englische Knopf mehr und mehr durch die Sicherheitsnadel abgelöst wurde. Die Fibel als Hosenträgerverlängerung, als Manschettenknopfersatz und auch in vielen anderen Funktionen. Böll konstatierte gleichsam eine historische Rückverwandlung, ein Zeichen der Improvisation, die wieder den Faltenwurf zuließ. Wo der Knopf wie ein Punkt gewirkt hatte, schrieb er, vom Schneider gesetzt, war sie, die Sicherheitsnadel, wie ein Komma eingehängt worden. Das schrieb er gleich zu Beginn seines irischen Tagebuchs und setzte mit dieser so scheinbar schlichten, präzisen, nur wenige Zeilen füllenden Reflexion ein Leitmotiv für die vielen anderen Wunderlichkeiten, die er von dieser Insel zu berichten wusste. Diese beiden Stichworte Präzision und Schlichtheit werden uns noch beschäftigen. Der Schriftsteller war Anfang 40, als er zum ersten Mal nach Irland reiste. Geboren wurde er 1917 in Köln. Seine erste Erinnerung, schrieb er 1959, seien die grauen Marschkolonnen der geschlagenen, aus dem Ersten Weltkrieg heimkehrenden Soldaten gewesen, die er vom Arm der Mutter aus erblickte. Die nächste sinnliche Erinnerung beförderte den Geruch von Holz, Leim und Beize aus der väterlichen Werkstatt. Victor Böll war Schreiner, eine Zeit lang sehr erfolgreich, auch als Unternehmer, bis die Folgen der Weltwirtschaftskrise von 1929 ihn in den Konkurs zwangen. Dennoch konnte sein Sohn Heinrich das Gymnasium besuchen und mit dem Abitur abschließen. Er brauchte dafür allerdings ein Jahr länger als vorgesehen. Was ihn interessierte, beschränkte sich schon früh auf die Literatur. Da war es nur folgerichtig, dass er eine Lehre als Buchhändler antrat. War die Familie katholisch geprägt? Selbstverständlich. Aber der Katholizismus in Köln war stets dadurch geprägt, dass es viele Kirchen gab und dass viele Gläubige, bildlich gesprochen, zum Dom eine gewisse Distanz einhielten. Der Dom, so behauptete der Volksmund, war nur für die schlimmsten Sünden zuständig. Diese Einstellung gehörte, verehrte Zuseher, zur lokalen religiösen Anarchie. Den sozialen Zusammenhang stifteten die Gemeinden in den verschiedenen Stadtvierteln. Hier bildete sich jenes besondere Gefühl von Geborgenheit, von Heimat, dessen besonderen Zauber Böll in seinen späteren Schriften so oft beschwor. Geborgenheit, das sage ich jetzt mal mit allen Einschränkungen, auch von manchen Exzessen des Nationalsozialismus, nochmals mit allen Einschränkungen. Köln beherbergte auch die älteste Judengemeinde Deutschlands, wie Böll oft ins Gedächtnis rief. Aber vom Bahnhof Deutz wurden zwischen 1941 und 1944 mehr als 8000 einheimische Juden in die Vernichtungslager im Osten verbracht. Und wie brüchig der Schutz durch Nachbarn sein konnte, zeigte der Autor selber, etwa in seinem Roman Gruppenbild mit Dame, für den er 1972 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Natürlich gab es heimliche Helden des Widerstandes. Doch es überwog bei Weitem die Anpassung, wie anderswo auch. Selbst der Karneval, jene bunte Stütze der lokalen Anarchie, ließ sich früh und willig gleichschalten. Heinrich Böll wurde 1939 zur Wehrmacht eingezogen, Anfang 1945 geriet er in amerikanische Gefangenschaft. Im September 1945 wurde er entlassen und kehrte zu seiner Frau Annemarie zurück, die er 1943 geheiratet hatte. Von einem glücklichen Neuanfang konnte keine Rede sein. Böll fühlte sich, wie er es später lapidar ausdrückte, kaputt und begann erst sehr zögerlich, sich als Schriftsteller mit der unmittelbaren Vergangenheit und ihrem Hereinragen in die Gegenwart auseinanderzusetzen. Böll schrieb einen Roman, der aber erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Repräsentativer für diese Zeit sind seine Erzählungen und Kurzgeschichten. Davon gab die bekannteste 1950 auch den Titel für einen Sammelband, Wanderer, kommst du nach Spa,
Es ist die Geschichte eines Gymnasiasten, der in den letzten Kriegstagen schwer verwundet wurde. Seine alte Schule, die er erst vor 3 Monaten verlassen hat, dient jetzt als Lazarett. Der Verwundete wird in den früheren Zeichensaal getragen und erkennt an der Tafel in seiner eigenen Handschrift eben jene ersten Worte aus dem berühmten Distichon des Simonides von Chios. Wanderer, kommst du nach Sparta? Jene Aufforderung also, vom Tod der Helden zu künden, die für die Verteidigung des Vaterlandes gefallen sind. Schon die Auswahl und das Zusammenführen dieser beiden Bilder, humanistisches Gymnasium und Lazarett, treffen eine Grundaussage. Nein, die klassische Bildung hat uns vor der Katastrophe nicht bewahrt. Schlimmer noch, sie ließ sich fugenlos in den Dienst der Verbrecher stellen. Heldentum, Vaterland, das sind schließlich zeitlose Begriffe. Bildung schützt nicht vor Barbarei. Ist das eine zu platte, zu arglose These? Gewiss, dann nicht, wenn sie so unaufdringlich dramatisch behandelt wird, wie in der Geschichte jenes jungen Gymnasiasten. Böll, wir haben anfangs davon gesprochen, ist ein meisterlicher Beobachter des Details. Und er bedient sich einer kargen Sprache, deren Einfachheit nicht auf der Suche nach Eleganz, sondern, altmodisch gesagt, auf dem Ausdruck von Mitgefühl gründet. Trümmerliteratur ist das Fachwort für derlei Formen von realistischer oder neorealistischer Erzählkunst. Ein Begriff, zu dem Böll sich emphatisch bekannte, denn Trümmer, das stand für Krieg wie für Heimkehr und literarische Vorbilder waren nur in ganz wenigen Fällen die berühmten Autoren des Exils, die Brüder Mann, Leon Feuchtwanger oder Hermann Broch. Es waren vielmehr amerikanische Kollegen, deren lakonisch verfasste Short Stories als beispielhaft galten. Für Heinrich Böll ist hier in erster Linie William Faulkner zu nennen. Andere Trümmerliteraten hielten sich an Hemingway oder an John Steinbeck. Die weltanschauliche Orientierung erscheint von heute aus betrachtet eher diffus, antifaschistisch selbstverständlich, einem Humanismus verpflichtet, pazifistisch und jeder Raffgier abhold. Zu jener Gruppe von Schriftstellern nennen wir neben Böll stellvertretend nur Wolfgang Borchert, Alfred Andersch und Wolf-Dietrich Schnurre, zählte auch ein Autor, der bald darauf weniger als Literat, denn als Zusammenführer von Literaten berühmt wurde. Die Rede ist von Hans-Werner Richter, der 2 Jahre nach Kriegsende zu jenem berühmten Treffen einlud, das den Beginn der Gruppe 47 markierte. Auf deren Tagung im Mai 1951 las Böll eine Satire mit dem Titel »Die schwarzen Schafe« vor. Die Geschichte eines Mannes, der sich in seiner Familie als das letzte Glied in einer Kette von schwarzen Schafen sieht, also von unangepassten Müßiggängern. Böll las zum ersten Mal vor diesem Gremium und er errang auf Anhieb den mit 1000 Mark dotierten Preis der Gruppe. Es war zwar eine knappe Entscheidung gewesen, doch fortan durfte Böll seine Existenz als Schriftsteller für gegeben erachten. Die Erzählung »Die schwarzen Schafe« ist eine Satire und sie zeigt uns eine andere Seite des Schriftstellers, nämlich dessen wunderbare Empfindlichkeit für das Absurde, das Komische, das vermeintlich Abfällige. Abfälliges wie das Schweigen in einem Rundfunkprogramm der volltönenden Worte. Sie merken, verehrte Zuseher, auf welchen Titel ich hier zusteuere. Klar, es geht um Dr. Murkes gesammeltes Schweigen. Erschienen bereits 1958 und bis heute von ungebrochener Brisanz. Und vergessen Sie, neben jenem jungen Redakteur Murke, dessen Leidenschaft Tonbandschnipsel sind, auf denen nichts zu hören ist, vergessen Sie daneben nicht die Geschichte jener Familie, die gezwungen wird, jeden Abend das Christfest zu feiern. Und vergessen Sie auch nicht die Firma, deren Angestellte auf den Gruß »Es muss etwas geschehen« fröhlich »Es wird etwas geschehen« antworten. Satirische Elemente findet der Leser aber auch schon früher im Roman »Und sagte kein einziges Wort« einer Studie über die Schwierigkeiten, eine Ehe in allzu beengten Wohnverhältnissen zu führen, lässt Böll seinem Spott über die katholische Kirche freien Lauf. So kontrastiert er unter anderem die traditionellen Formen frommer Prozessionen mit dem Umzug der örtlichen Drogistenverbände und setzt noch eine bissige Beschreibung der kirchlichen Würdenträger hinzu. Ich führe dies alles hier an, meine Damen und Herren, um Sie für ein differenzierteres Bild von Heinrich Böll zu gewinnen. Es ist ja schon vor dem Tod des Nobelpreisträgers im Sommer 1985
ungute Sitte gewesen, diesen Autor nach nur ganz wenigen Schablonen zu beurteilen. Da war der Heinrich Böll der Kriegs- und Nachkriegsjahre, eben jener engagierte moralische Chronist, dem seine Leser Bücher zu verdanken haben wie »Wo warst du, Adam?« oder »Uns sagte kein einziges Wort« oder »Haus ohne Hüter«. Da war später der Beobachter eines deutschen Wirtschaftswunders, eines Wunders, über dem die Schatten der braunen Vergangenheit lagen. Denken Sie, verehrte Zuseher, an Titel wie »Billard um 9:30«, an die Ansichten eines Clowns oder das Gruppenbild mit Dame. Und dann gab es 1974 das Skandalon, die verlorene Ehre der Katharina Blum, jener Roman über eine junge Frau, die, ob zwar unschuldig, von der Boulevardpresse so lange verfolgt und gedemütigt wird, bis sie den zuständigen Reporter erschießt. Für das Wort Boulevardpresse kann man übrigens getrost den Namen des Springer Verlages einsetzen. Eine derartige Grobrasterung unterschlägt aber zum einen die vielfältigen Bezüge der Werke untereinander, unterschlägt zum zweiten gern all jene Züge dieses Autors, die sich nicht auf das Bild eines Mannes mit Baskenmütze und traurigem Blick reduzieren lassen, der gegen den Rüstungswahn protestiert und zusätzlich auch noch einen Anti-AKW-Button trägt. Nun liegt auf der Hand, dass ein Schriftsteller, der die ersten Impulse des Schreibens aus der Beschäftigung mit Krieg und Nationalsozialismus erhalten hat, nicht mit dem Sich-Einmischen aufhört, weil sich diese Grundbedingungen gerade geändert haben. Böll blieb ein wachsamer Zeitgenosse, engagierte sich für den Schriftstellerverband PEN, dessen Präsident er über Jahre war, unterstützte humanitäre Hilfsorganisationen wie das Komitee Kap Anamur. Dass er sowjetische Dissidenten, die wie Alexander Solzhenitsyn und Lew Kopelew, bei sich aufnahm, gefiel der deutschen Rechten sehr viel besser als manchen Linken. Dass er versuchte, die Motive von Ulrike Meinhof und anderer früherer RAF-Terroristen zu verstehen, trieb konservativen Bundestagsabgeordneten den Schaum vor den Mund. Gerade jenen, denen es nichts ausgemacht hatte, mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Filbinger einen furchtbaren Nazirichter in ihren Reihen zu wissen. Dass Böll sich für die Ziele der Friedensbewegung einsetzte, konnte bei seiner Lebensgeschichte wirklich nur diejenigen überraschen, die nie eine Zeile von ihm gelesen hatten. Mit dem Abstand von heute betrachtet, scheint es eher so gewesen zu sein, dass sich Bölls Position nur unwesentlich, die seiner Kritiker in den unterschiedlichsten Spektren hingegen gewaltig veränderte, um nicht zu sagen radikalisiert hatte. Mir ist übrigens Bölls Grundhaltung nicht nur zur katholischen Kirche, sondern auch zum Schreiben beim Lesen seiner Rezension über das Buch »Jesus, Menschensohn« von Rudolf Augstein sehr klar geworden. Der Spiegel-Herausgeber rechnet in diesem Werk, das 1973 erschien, mit verschiedenen theologischen Aussagen über Jesus ab und zeigt deren Widersprüchlichkeit. Böll führt nun in seiner Rezension aus, dass Augstein eben auch nur ein Theologe ist, womit dessen Kritik für den Glauben selbst weitgehend unbedeutend ist. Die Theologie, so Böll, ist für den Glauben, für das Mystische weitgehend unempfänglich. Glaube ist gar nicht ihr Gegenstandsbereich, sie will etwas beweisen, will schlussfolgern, dogmatisieren. Dem hält Böll eine Glaubensgewissheit entgegen, in der gestaunt, in der erfunden, ja, in der auch gedichtet werden kann. Es ist eine Glaubensgewissheit der kurzen Wege zu Gott. Kirche ist das, was wir Menschen füreinander tun. Und vielleicht sind ja unsere Poeten die richtigen Theologen. Sie dürfen sich nur nicht zu wichtig nehmen in ihrer Kunst, diese Poeten. Und sie müssen den Menschen Spielraum gewähren. Womit wir, verehrte Zuseher, wieder beim Knopf und der Sicherheitsnadel angelangt wären.